Hallöchen Leute, willkommen zur 53. Episode von Final Fantasy X HD Remastered. Ich bin euer gut gelaunte Moderator Davy und ich begrüße euch hiermit ganz herzlich zurück. Natürlich habe ich, wie versprochen, in der letzten Episode ein paar Level vollbracht, dass wir natürlich die letzten Eigenschaften hier von unseren Helden bekommen. Und natürlich haben wir hier auch schon das komplette Spheroid fertig von Titus. Der Rest ist dann Level Up. So. Natürlich sieht es ja genauso bei Lulu so aus. Das finde ich ja wunderbar. Wir haben natürlich sozusagen für den nächsten Abschnitt auf jeden Fall Flares schon mal zur Verfügung. Was eigentlich richtig nice one ist, wenn wir mal ehrlich sind. Gut. So, damit ist auch hier das abgeschlossen bei der gute Lulu und Flair ist erlernt. So, Walker geht's weiter. Bei Walker haben wir natürlich ein bisschen mehr noch zu machen. Aber fehlt natürlich, viel fehlt auch nicht mehr bei Walker, wenn wir mal ehrlich sind in dem Moment. So, falls meine Stimme sich ein bisschen kratzig anhört, ja, ich habe ein bisschen was im Hals, aber ich denke mal, das werden wir gut überwinden und überleben in dem Moment. Gut, Riku kann man ganz lange vergessen. So, weiter geht's bei Kimari. Hallo, ich... Danke, genau dahin will ich, damit ich alles mitnehmen tue. Ah, ein bisschen Energie schadet eigentlich Kimari nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Eigentlich das wichtigste oder die wichtigste Ability, die ich jetzt lernen tue, die ich für mich sehr wichtig war, in dem Moment für den nächsten Abschnitt, ist natürlich Sanctus von Yuna. Es ist sozusagen ein Heil, ein heller Zauber wie Holy, kann man das, sich das so vorstellen in dem Moment. Wenn man die andere Final Fantasy gespielt hat. Gut, so und da kommen wir sozusagen jetzt zum letzten von Yuna. Genau hier. Wunderbar. Das war mir ziemlich wichtig sogar. So, damit haben wir das erlernt und natürlich können wir natürlich hier aufmachen und dann in Rikus Maschinerie reingehen. Oder wir gehen natürlich ganz weit hier zurück in diese Richtung, was ich dann eventuell mache bei Yuna. Und natürlich, das mache ich sogar sofort, wenn wir mal ehrlich sind. Das wäre eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, sogar schlau. Wir haben ja diese Teleport. Dinger, da diese Rücksphäre, die springt auf ein bereits aktiviertes Feld. Das heißt, ich kann eigentlich hier drauf dann und dann weg, obwohl ich guck mal, was noch. Erstmal gucken wir mal, wo es sinnvoll wäre. Aber ich denke mal, das Sinnvollste wäre eigentlich in dem Moment dahin zu springen. Klar könnte man auch noch hier rüber, zu Kimari rüber, was auch nicht schlecht wäre. Weil dann könnte man eventuell, wenn wir mal ehrlich sind, hier zu Yuna rüberspringen. Aber das wäre ein bisschen zu viel. Ich springe hier hin zu Rikus Feld. Ich sag euch auch aus diesem Grund deswegen. Natürlich damit sie viel HP noch bekommt. Das wäre nämlich ziemlich wichtig. So, genau. Hier hin darfst du. So, benutzen Rücksphäroid. So, der Freundsphäroid wäre der Fall gewesen, dass natürlich Yuna, oder sag mal so, zu einem Freund sich dann hin teleportieren könnte, was eigentlich auch nicht verkehrt ist. Ja? So. Dann lern mal deine Ability. Das einmal benutzen und einmal natürlich klauen. Ob es sinnvoll ist für Yuna, ist die andere Sache. Aber egal in dem Moment. So, Auron und sie sind eigentlich zu Ende. Rein theoretisch könnte ich die natürlich auch zurück teleportieren und natürlich Auron da den Titusweg gehen lassen. Wo wäre eigentlich, ab wann wäre der Titusweg? Da wäre 2, Level 2, 2. Da könnte auch zu hoch zum Ding. Wann wäre die Möglichkeit für Auron? Jetzt muss ich mal gucken. Hier hat Auron begonnen. Das wäre hier der Abzweig. Und da geht es natürlich zu Waka dann hoch. Es ist sehr kompliziert, wie ihr seht. So, das Schlauste wäre eigentlich wirklich hier. Analyse. Okay, das ist das hier mit Ultima. Das wäre halt richtig geil, wenn wir Ultima lernen könnten. So, wo ist das, wo zum Titus es geht? Da wäre Level 3 wieder. Da ist das für Titus. Da werde ich jetzt den guten Auron hinbewegen, dass er natürlich weitermachen kann. Ohne natürlich. Das machen wir mit dem Rücksphäroid wieder hier. Einmal. So, und die anderen muss ich überlegen, wie ich das mit Riku mache. Weil mit Riku will ich natürlich das für sie aufmachen. Weil ich meine, wir haben hier Level Spheroid, Level 2 genug. Level 3 haben wir halt noch keine. Das ist halt blöde. Deswegen. So, da geht es schon mal ganz richtig rund, ja, für Auron. Gut, dann tun wir schnell hier Auron noch weitermachen, dass er auch hier mal weitergeht im
gebunden. So, einmal Kraft, nochmal Kraft. So, wo, wie geht's jetzt schlauestens weiter für ihn? Eigentlich so, ne? Ist halt ganz komisch, sein Spirit hier, dass ich weiß, wie. Hier geht's natürlich normal weiter, so wie es aussieht. Genau, und hier hätte ich Level 1 aufgemacht und dann wäre es zu Kimari rübergegangen. Das machen wir dann auch auf noch. So, da bewegen wir uns erstmal da runter mit Oren. Hallo, hierhin. Danke. Dann lernen wir erstmal alles. Ah, ein bisschen Oren noch stärker machen für die nächste Exkursion hier. Das ist auch eigentlich nicht verkehrt, wenn wir mal ehrlich sind. So. Genau. Dann bewege ich ihn dann so runter hier. Genau, das wäre sinnvoll. Genau, so bewege ich ihn dann hin. So, erstmal lernst du dein Wunder hier. So, erstmal dahin. Genau, dann machst du halt erstmal halt die Richtung. Egal. So. Und mal mit Rico warte ich natürlich, bis sie natürlich ihr Level 3 verrückt bekommt. So, speichern wir erstmal ab und gehen natürlich ins Innere von Yunaleskas Tempel. Jetzt. Ja, geht's schon mal richtig hier los. So, einmal hier. Ah, schade. Ich hätte gedacht, ich hätte den weg. Erstmal natürlich den hier wegballern. Der macht eigentlich der meiste Schaden. Das will ich ja jetzt nicht. Wenn ich die alle jetzt Zombie werden, das ist mir soweit wurscht. Du darfst normal angreifen. Wunderbar. So, dann holen wir Yuna rein. Schön. Dann holen wir Rico rein. Was? Der ist immer noch nicht down. Wundert mich. Ich hätte gedacht, dass er jetzt schon mal der eine down wäre, aber irgendwie doch nicht. Jetzt knallen die da rein, ne? Ja. Sehr schön. Der ist jetzt down. Wunderprächtig. So, und der einzige, wo fehlt, ist eigentlich Oren, wo seine Aktion hier durchziehen muss. Wunderbar. Sehr schön. Oh, nochmal Ability-Spheroide bekommen. Ach, guck mal, da unten ist ja auch noch was. So, wie kommt man da runter? Nein, so kommt man nicht da runter. Da ist nämlich noch eine Truhe unten, falls ihr es gesehen habt. Jesus Maria. Lulu habe ich ganz vergessen zu heilen. Die habe ich wirklich jetzt ganz vergessen zu heilen. Oh, das wäre halt jetzt so sinnvoll, glaube ich. Tun wir die, obwohl, das ist jetzt echt. Vitra reicht da. Gut, kannst du ihn wegballern. Wunderbar. So, jetzt hole ich Waka noch rein, dann ballern wir. Oh, verdammt. Das ist schlecht. Das heißt, ich muss den Schaden nehmen. Weil wenn ich jetzt den da hinten wegballer, kann es passieren, dass natürlich dann der mit seinen Wirbelkicks anfängt und dass wir dann aus den Battles rausgehen. Das muss jetzt auch nicht sein, ne? Oh, Tidus. Nein! Gott sei Dank. Gott sei Dank war er zu weit weg. Noch. Aber Tidus fängt dann auch Schaden zu machen. Das finde ich schon mal wunderprächtig. Gut. Oren hat eigentlich schon seine Aktion gemacht. So, einmal klauen. Wunderbar. Was kann man bei dir? Ja, Kimari, ich weiß nicht, wird Kimari ihn wegballern? Schaffst du das mit Feuerer? Ich bin mir nämlich gerade ein bisschen schon unsicher. Ja, war mir klar, dass du es nicht schaffst, ja? Ist noch ein bisschen zu schwach. Wow, das war mal ein ordentlicher Schaden. So, aber du, jetzt, dass wir mal einmal Flair sehen. Flair ist auch eine, wo sehr, sehr viel Magiepunkte braucht. Aber 3227 ist jetzt auch nicht viel, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist schon bitter. Wenn wir mal ehrlich sind, ist es echt nicht viel. So. Dann heilen wir mal alle und weiter geht's. Oh, die nächste Erinnerung. Ah, Praska. Mit seinen Leuten. So, holen wir schnell die Truhe da unten. Ich glaube, das ist die. Ah, da haben wir. Seht ihr? Da, jetzt haben wir Level 3 Sphäroid. Egal. Jetzt kann ich das für Rico benutzen. Ist mir egal. Egal, egal, ist mir egal. Egal, Level 3 Sphäroid, wenn wir schon mal haben. Wunderbar, so. Aber natürlich mache ich doch nicht weiter, weil ihr wisst ja, ich tue mich das schon dran halten. Hey, Praska. You don't have to do this.
Thank you for your concern. Fine, I said my piece. Well, I haven't. Lord Braska, let us go back. I don't want to see you die. You knew this was to happen, my friend. Yes, but I cannot accept it. Auron, I am honored that you care for me so. But I have come to kill grief itself. I will defeat sin and lift the veil of sorrow covering Spira. Please understand, Auron. Nur so ein kleiner Haushaltstipp, was eigentlich sehr gut meinem Hals gerade hilft, ist Wasser, abgekochtes Wasser mit Zitrone. So eine halbe Zitrone ausgepresst rein. Helft wirklich und bringt auch Wunder. Nur so als Tipp nebenbei. So, kommen wir zum nächsten Battle. Oh, jetzt kommt ein riesengroßer Koloss auf uns zu. Gut, ich muss... Oh, verdammt, ich wollte eigentlich mal klauen, ne? Das war jetzt verkehrt, ne? So, Aura, da muss ich erstmal Panzerbrecher machen. Ich glaube, bei dem braucht man Panzerbrecher. Wenn ich mich nicht irre. Weil sonst gibt es da nicht viel Schaden. Und der, ja, der hat schon ein bisschen was zum Einstecken. So, holen wir erstmal die Stärksten rein. Weil wenn die was abbekommen, ist mir es eigentlich eher wurscht. Weil der zimmert schon was rein, wie wir sehen. So, jetzt darf Kimari rein. Sehr schön. Gut, Lulu, ich hoffe, dass du das überlebst. Obwohl, ich mache mit dir einmal normal Folge. Hoffen wir mal, dass es was wirkt. Wunderprächtig. 3272 ist nicht schlecht und Auron ist fast hinüber. So, jetzt kann ich es aber so machen, wie ich es nochmal wollte. So, jetzt darfst du einmal hier nochmal klauen. Mondschleier zweimal so. Und jetzt holen wir Yuna heim. Weil ich bin mir gerade unsicher, was meine Bestie sein geht. Gut, holen wir Bahamut rein, der macht eigentlich die meisten Sorgen weg, wenn man so überlegt. So, Dele. Hoffen wir mal, dass du ordentlich eine reinzimmerst. Ah, 7540 kann man sehen lassen. Ah, das wird jetzt wieder weniger. Wunderbar. 7000 Schaden ist immer gut. Sehr schön. Hi! Und wir kriegen Level 3 Spheroid. Richtig cool. Da kriegen wir noch eins. Das feiere ich doch schon irgendwo ab. In einer Art und Weise. So, da ist Braska natürlich da vorne. Gut, so, jetzt muss ich erstmal nach der Truhe erstmal heilen, weil ich weiß ja nicht, Fortuna Spheroid bekommen. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob gleich ein Battle hier auf uns wartete. Das könnte ja gleich böse enden, deswegen. Aber ich glaube, da vorne ist ein kleines, rundes Teil, wo man zum Speicher benutzen könnte. Da können wir auf jeden Fall mit dem nächsten Schritt weitermachen. Wunderbar. Are the trials ahead? Probably. Here too, huh? Give me a break. I was expecting, you know, parades and fireworks. You can ask for them after I defeat Sin. So, das sind die Erinnerungen vom guten Lord Braska. So, natürlich, wenn wir hier ankommen, mache ich natürlich erstmal jetzt Rikus Sphärobrett erstmal zu Vergnügen. So. So, ich gehe jetzt natürlich nicht den Weg nach oben, das ist klar. Ich gehe gleich runter und weiter. Das müsste ja eigentlich jedem bewusst sein in dem Moment. So. So, holen wir mal Kranz Kraft und Abwehr, was eigentlich nicht von Vorteil ist. So, dann holen wir gleich Feuer und so weiter, was eigentlich auch nicht schlecht ist. So, wir müssen uns hier hin bewegen, das wäre sonst nämlich zu weit. So, dann hat sie ihre erste Schwarzmagie, wo sie gleich lernt. Wunderbar. Sehr gut. Das finde ich richtig gut, dass wir jetzt doch nochmal Level Spheroid 3 bekommen haben. Ich glaube, das sind sogar die schwersten zu bekommen. Mit natürlich Level Spheroid 4. Aber wie wir... Oh, verdammt, das war jetzt eins zu viel. Aber wie wir sehen, haben wir eigentlich die Möglichkeit, auch von einem Monster es zu bekommen. Es wundert mich, weil eigentlich durchs Aufleveln habe ich oft genug gegen dieses verdammte Monster gekämpft. Und es wundert mich, dass ich eigentlich noch nicht zum Vergnügen mit diesem Level 3 Sphärid bis jetzt kam. Das ärgert mich schon auf eine Art und Weise. Aber egal.
So, weiter geht's natürlich. So, er tut auch und Tschüss mal lernen, was auch nicht schlecht wäre. So, Sieg macht hier weiter. So, das ist auch ihr normaler Weg, genau. Dann machen wir uns erstmal hier hoch. Werden wir das Bestechen hier lernen und Giltklau imitieren, das kommen wir natürlich nicht dazu. So, das hätten wir eigentlich aufmachen können. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es wirklich aufmachen soll. Egal. Aber warum ich mit Yuna hier durchgehe, das sind einfach wegen diesen ganzen HP-Dinger. Was eigentlich auch nicht schlecht wäre. Für Lulu. So, du hast natürlich die nächste Möglichkeit, hier mit Subvita weiterzumachen. Aber ich glaube, das wäre für dich auch nicht schlecht, wenn du einen Rücksfavorit machst. So, nur die Frage ist, wohin Rücksfavorit? So. Da geht's natürlich. Oh, ich habe da oben was vergessen. Seht ihr das? Bitter. Das ist bitter, dass ich das vergessen habe. Aber egal. Das ist wirklich bitter. Erstmal muss ich einen Überblick finden. Nein. Generell jetzt mal so, dass ich mal gucke, wohin ich eigentlich zurückgehe. Das ist schon bitter, dass ich das hier vergesse. Okay, es sind einmal 200 und einmal Abwehr. Aber das ist jetzt egal. Das ist schon bitter gerade. So, gehe ich jetzt normal zurück. Wo kann Kimari eigentlich hin noch? Kimari kann eigentlich zu Yuna, hä? Genau. Sie kommt eigentlich noch zu Yuna. Genau. Es wäre eigentlich nicht schlechter Vorteil, wenn ich mir überlege, dass ich jetzt komplett zurückgehe und eigentlich sie hier hochschicke. Natürlich lernt sie halt noch unnötige Sachen, aber der wichtigste wäre Fall für Yuna, aber so weit komme ich eh nicht mehr in diesem Let's Play. Deswegen, das ist jetzt so die Frage, wo geht man jetzt am besten hin? Oder geht man hier zurück, dass sie sich so treffen mit Yuna? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich nicht. Was sinnvoll wäre für sie. Ich glaube, ich mache tatsächlich hier einen Rücksfavorit und dann beginnt sie mit Yunas. Mit Yunas Sache, aber bis sie da hochkommt, das kann dauern. Eigentlich wäre es schon gut, wenn man sich hierher teleportieren könnte, genau zum Witter und sowas. Aber jo, aber das braucht sie halt, hä? Ich guck mal, was für Spheroid ich noch habe. Freud-Spheroid, so, Freud-Spheroid wäre da, wo Yuna ist, aha. Das ist blöd, hä? Ja, da, wo die anderen sind, kann ich mich hin teleportieren mit dem. So, ansonsten haben wir keins mehr, hä? Das ist halt jetzt bitter, hä? Das heißt, ich muss es tatsächlich machen, alle hopp, dann wagen wir es halt, hä? Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich dorthin komme dann. Es bleibt mir sonst anderes übrig, ja? Ist halt blöd gelaufen in dem Moment. Gut. So, mit dir geht's auch hier weiter. So, wen haben wir sonst noch? Kimari? Kimari, mein lieber Kimari. Hoffentlich lernst du noch was Gescheites. So, Tidus. Tidus, so, Tidus geht hier. So, Tidus wäre eigentlich auch sinnvoll, einen Rücksfavorit zu machen, ne? Ja. Ich mache sogar einen Rücksfavorit auch mit ihm hier hin. Dann mache ich das hier auf. Und dann lernt er auch mal heilen und so weiter. Weil ich glaube, die nächste Phase, generell, wenn wir zurück zum Sinn gehen, könnte in die Hose gehen. Da habe ich lieber einen, der ein bisschen noch heilen tut und so weiter. Wie, dass ich jetzt, dass wirklich die ganze Sache hier in die Hose geht einfach. Ich weiß, ich laber gerade eigentlich Schwachsinn, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Lieber gerade wirklich auf Nummer sicher gehen und Sachen lernen, die sinnvoll sind, wie hier zum Beispiel die ganze Heilerei erstmal. Ich meine, klar wäre es halt blöd für ein gutes Ding, weil hier reinzugehen wäre eigentlich auch nicht schlecht, dann hätte er auch gleich Vikra und so gelernt. Aber egal. So, wir lernen von vorne. Oh. So gut, und ab geht's. Ach, sind wir jetzt im Tempel? Okay. So, ich denke mal, wir werden hier jetzt Prüfungen machen müssen, Leute. Okay, ich denke mal, diese Symbole müssen wir jetzt finden. So, okay, das ist einmal hier, vermute ich mal. Okay, einmal.
So, ich weiß nicht, ob es das ist. Doch, das könnte sein. Ja, das ist einmal lang. Genau. Das könnte auch so ein Dreieck sein. Sehr gut. Das ist auch was, wo ich brauche. Genau. Und jetzt, so, gucken wir mal. Einmal so ein längliches. Ja. Ich glaube, das hier. Ha! Wir haben alle. Wunderprächtig. Wunderbar. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. So, ein Loch für ein Spheroid, interessant. Okay, und die können wir reinschieben. Aha. Interessant, alles klar. So Leute, ich würde sagen, ich beende hier mit dem Part und danke euch vielmals fürs Einschauen. Ihr wisst es, abonniert mich nämlich, das ist nicht nur gratis und natürlich, damit ihr keine weitere und zukünftige Projekte auf meinem Kanal verpasst. Und ein Daumen nach oben wäre wunderbar für die Unterstützung des Videos. Und wir sehen uns morgen wieder bei FanFantasy 10 und hier bei den Prüfungen im Yevondor. Euer David, Chizzy, haha, Kowski.